Also ich fand es sehr interessant, auch nochmal so die Ansichten von den beiden zu hören. Die beiden, also ja, doch manchmal verschiedene Ansichten, was jetzt man auch in der Demokratie verändern kann. Also erstes Mal ist es eine Bereicherung. Ich kenne den Herrn Mannheimer schon seit längerem und es ist immer wieder nochmal eine der letzten Gelegenheiten, Zeitzeugen auch zu erleben. Es ist sehr wichtig und in der Art der Erinnerungsarbeit, auch pädagogisch, ändert sich eben jetzt gerade sehr viel, weil die letzten Zeitzeugen letzten Gelegenheiten sind und es ist einfach eine wichtige Sache, dass man das nochmal mitkriegt und dass man auch überlegt, was man bildungspolitisch in Zukunft ändern muss, um da sozusagen diese Arbeit weiter fortzuführen, jetzt wo der Holocaust sozusagen immer mehr zur Geschichte wird, weg von der Zeitgeschichte hin zur Geschichte. Ja, ich nehme mit, dass der Max immer noch sehr bewandert ist und sehr offen und frisch auf die Fragen reagiert, die gestellt werden. Und ich fand es auch sehr gut, Herr Pronold hat mich auch beeindruckt in seiner Art, wie er auf die Fragen geantwortet hat. Einfach so ein Gedanke von mir, nochmal einfach wirklich jemanden nochmal zum Herrn, der so eine Diktatur noch wirklich miterlebt hat und aus dem die Motivation nimmt, sich dann einfach zu engagieren und das dann vor allem auch an junge Leute weitergeben will. Ich bin natürlich tief beeindruckt jedes Mal, wenn ich Max Mannheimer sehe oder höre, weil er in allem immer ein liebenswerter Mensch ist und das, was er sagt, eben so wahnsinnig sympathisch rüberkommt, aber in der Sache eben auch aufklärerisch wirkt. Und das ist ja wirklich das Wesentliche, dass auch Wissen vermittelt wird, denn ohne Wissen kann man eben den Umgang mit der Vergangenheit und mit den Verbrechen nicht wirklich für zukünftige Aufgaben eben bewältigen. Also Demokratie lebt von den Mitmachern, das ist vielleicht sozusagen der zentrale Punkt. Ich glaube, das Größte, das ich mitnehme, ist, dass man anpacken muss, um was zu verändern zu können. Man sollte jetzt auch noch mal in meinem Alter, wenn man die Möglichkeit hat, auch noch mal den letzten Zeitzeugen praktisch noch mal live zu erleben, finde ich, sollte man den auch noch mal live erleben können.